Hallo und zurück zu einem neuen Video. Heute wieder mit Tommy hier am Start. Und zwar haben wir uns wieder ins Auto gechillt und haben hier ein bisschen was zu essen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe letztes Jahr zusammen mit meinem Bruder einen Mukbang gedreht, wo wir uns einfach mit Essen ins Auto gechillt haben und eure Fragen beantwortet haben. Und ich dachte mir, heute machen wir mal eine Pärchen-Edition. Also schnappt euch am besten auch was zum Essen und dann würde ich sagen, fangen wir an. Also wir haben heute auf jeden Fall eine gesündere Version. Ah! Was ist geschehen? Es ist aufgegangen, Hilfe. Das hier ist meine, Mexiko. Ja, also und zwar haben wir uns Bowls bestellt. Was ist denn deiner drin? Warte mal. Also ich habe so eine Mexican Bowl. Da sind Tomaten, Tacos. Ist das Süßkartoffel? Ich glaube schon. Süßkartoffel, Tofu, eine... Was ist das? Guacamole. Guacamole, Bohnen. Und so Salat unten drin. Rucola. So sieht meine Bowl aus. Ich habe mir die selber zusammengestellt. Da ist jetzt Brokkoli, Tofu, gegrillte Paprika, schwarze Bohnen, Kartoffeln, hier so Möhren und Mungdal drin. Ich bin so krass neidisch gerade, deine ist irgendwie geiler. Ja. Wir beide noch so eine Mango-Curry-Soße. So, also alles schön vermischen. Mhm. Lecker. So, ich suche schon mal die erste Frage raus. Was habt ihr in eurer Beziehung voneinander gelernt? Warum grinst du? Nix. Also ich habe von dir ganz viel Toleranz gelernt, glaube ich. Das ist immer noch ausbaufähig bei mir. Aber, also ich hatte das Gefühl, oder ich glaube, ich war früher viel mehr judgy, was irgendwie so unnötige Dinge oder andere Menschen auch anging, was mich eigentlich überhaupt gar nichts angeht. Mhm. So dass ich über irgendwas geurteilt habe, womit ich eigentlich überhaupt gar nichts zu tun habe. Ja, und ich glaube, das habe ich von dir gelernt. Da hast du mir schon ein paar Mal auf die Finger gehauen und mich gefragt, was mein Problem ist. Ich weiß schon, was du antworten wirst. Was? Sag. Sag doch erst, was du denkst. Nö. Warum? Dann gebe ich dir eine krasse Antwort vor. Nein, ich weiß schon, was ich sagen will. Sag du, was du denkst, was ich sagen will. Ich glaube, du sagst irgendwas mit Fleiß oder mit Disziplin. Ja. Sagte er, während er in den letzten Tagen nur noch PlayStation spielt. Seit unserer Beziehung bin ich auf jeden Fall disziplinierter geworden, weil ich halt auch so gesehen habe, als er damals halt noch studiert hat, so wie viel Arbeit er da reingesteckt hat. Und das hat mich halt wiederum inspiriert. Deswegen würde ich sagen, dass das, glaube ich, so das ist, was ich am meisten gelernt habe. Du hast aber auch ein neues Level gebracht. Du bist so ein Next Level Busy nur noch. Noch so eine ähnliche Frage. Welche Eigenschaft des anderen würdet ihr euch gerne aneignen? Schmeckt so gut. Mhm. Ich würde mir gerne, ich weiß nicht, ob das jetzt darunter zählt, aber dein Wissen würde ich mir gerne aneignen. Beziehungsweise deine Fähigkeit, dir Sachen so gut zu merken und so viele Sachen zu merken. Tommy hat halt so ein richtig krasses Allgemeinwissen. Mhm, so krass auch wieder. Ja, aber zum Beispiel krasser als meins. Das ist aber auch nicht schwer zu toppen. Also dein Gehirn arbeitet schon krass. Aber ich glaube, das ist halt auch hat was mit dem Studium zu tun, dadurch, dass man im Medizinstudium einfach so krass lernen muss. Mhm, und dadurch saugst du auch alles andere so intensiv auf. Also so, ist dann so, keine Ahnung, dann hört der ein Hörbuch oder guckt sich eine Doku an und das ist danach so krass irgendwie bei ihm so verankert. Und bei mir habe ich immer das Gefühl, so mein Gehirn filtert schnell immer Sachen wieder aus. Ja, aber ich glaube, das hängt nicht unbedingt mit dem Gehirn, also so mit der Aufnahmefähigkeit unbedingt zusammen, sondern mit dem, für was ich mich interessiere. Ja. Weil das, für das man sich interessiert, das nimmt man auch schon viel schneller auf und merkt man sich viel schneller. Okay, also dann möchte ich die Eigenschaft haben, dass ich mich mehr für Sachen interessiere. Ich wäre gerne so vorausschauend wie du öfter. Hm. So, ich bin sehr in so manchen Hinsichten einfach ein sehr impulsiver Mensch und mache so einfach so Sachen aus der oder sage Sachen oder mache Sachen aus der Emotion, aus der Situation heraus, ohne so richtig drüber nachzudenken. Und manchmal ist es schon dumm. Mhm. Ja. Und Ishi ist da sehr viel weitsichtiger, auch in dem, was sie sagt und in dem, was sie macht. Und das würde ich gerne irgendwie,
adaptieren, aber es fällt mir schwer. Ich bin einfach sehr impulsiv. Was ist für euch der Sinn des Lebens? Also ich glaube erstmal, es gibt nicht den einen Sinn des Lebens, sondern dass jeder für sich selber den Sinn seines Lebens finden muss. Ich persönlich denke, dass der Sinn darin liegt, das Leben im Moment zu leben. Also wirklich in der Gegenwart zu leben. Weil ganz oft ist es so, man lebt so mehr auf die Zukunft hin. Also man arbeitet auf die Zukunft hin und denkt sich, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und ich glaube, das ist nicht der Sinn des Lebens. Also ich glaube, der Sinn liegt vielmehr darin, die Momente in der Gegenwart zu schätzen und diese vollkommen auszukosten. Ja, so ähnlich hätte ich ja das auch gesagt. Ich habe da in dem Hörbuch, das ich jetzt gerade höre, auch so ein schönes Beispiel gehört, was so auch auf mich zutrifft. Und ich versuche mich da immer selber rauszunehmen aus diesem Zukunftsgedanken. Auf jeden Fall wurde in dem Hörbuch das auch beschrieben nach dem Motto, wenn ich mein Abitur gemacht habe, dann bin ich glücklich, dann fängt mein Leben an. Dann ist es, wenn ich meinen Studienplatz bekomme oder was auch immer, dann bin ich glücklich. Wenn ich mein Studium beende, dann bin ich glücklich. Wenn ich meinen Job bekomme, bin ich glücklich. Wenn ich die Gehaltserhöhung bekomme, dann bin ich glücklich. Und bis dahin arbeitet man eigentlich immer wieder auf die Zukunft hin, ohne wirklich in diesem Moment versuchen zu sehen, was man schon alles erreicht hat und was für ein Glück man in seinem Leben eigentlich schon hat und das wahrzunehmen. Und das fällt mir immer noch teilweise schwer, dass ich die ganze Zeit auch so diesen Drang empfinde, irgendwas Nützliches machen zu müssen, obwohl ich gerade auch einfach mal chillen kann, denke ich mir, wenn ich jetzt gerade nichts Nützliches mache, dann ist mein Leben irgendwie nicht gut. So, dann ist es so, dass es irgendwo so ein gesellschaftlicher Drang, habe ich das Gefühl, dass man irgendwie produktiv sein muss. Man muss irgendwie was Produktives machen, damit man irgendwie sinnvoll ist in der Gesellschaft. Mhm. Anstatt einfach mal auf sich zu gucken und wenn ich mir dieses Hörbuch anhöre, ist es bei mir so, dass ich mir denke, ich tue gerade der Gesellschaft nicht unbedingt was Gutes, aber mir persönlich, und das tut mir extrem gut, einfach dieses Hörbuch zu hören. Das ist der Stoiker? Ja, der tägliche Stoiker. Wieso glaubt ihr, dass Beziehungen heutzutage so schnell scheitern, zum Beispiel durch Fremdgehen? Ich glaube, dass Beziehungen heute schneller scheitern, hängt damit zusammen, dass man früher halt einen viel größeren Druck hatte, was die Gesellschaft, was so einen familiären Zusammenhang anging. Da gab es zum Beispiel sowas nicht wie irgendwie irgendwelche Versicherungen oder irgendwelche, oder den ja, wie soll man das beschreiben? Quasi den Staat, der einem den Rücken frei hält, wenn mal irgendwas ist. Da war im Endeffekt, wenn kein Geld mehr da war, war die Familie für einen da, um einen aufzufangen. Und das ist heute nicht mehr nötig. Deswegen hauen wir auch alle von unseren Eltern ab. Wir gehen alle irgendwo in andere Städte und haben auch nicht mehr so diesen engen Kontakt zu Großeltern oder sowas, was früher zum Beispiel anders war. Was, glaube ich, einfach so mit der Entwicklung der Gesellschaft zusammenhängt. Ja. Sodass wir halt viel mehr Möglichkeiten haben und viel mehr Sicherheiten durch den Staat, glaube ich, unter anderem. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum Beziehungen oft scheitern. Weil es im Endeffekt, ja, ich sag mal, weil es im Endeffekt auf der einen Seite traditionell lockerer wird und auf der anderen Seite nicht so ein großes Risiko teilweise darstellt, wenn man sich irgendwie trennt, dass man da auf einmal vor einem Ruin steht. Ja, also ich glaube auch, dass es zum einen halt daran liegt, dass es uns jetzt mehr so vorkommt, weil früher es auch eher unüblicher war, sich dann zu trennen und dadurch man dann eher zusammengeblieben ist, selbst wenn vielleicht die Beziehung auch nicht mehr so glücklich war. Also das sehen wir ja teilweise immer noch in der Generation unserer Großeltern. Teilweise noch unsere Eltern, aber eher unsere Großeltern. Dass man zusammenbleibt, obwohl man sich eigentlich gar nicht mehr riechen kann. Ja, nee, ich finde das auch an sich kein gesundes Konzept, sage ich mal. Aber ich meine jetzt, ich denke, abgesehen jetzt davon, dass es trotzdem heutzutage so ist, dass Leute sich schneller trennen, weil alles irgendwie auch schnelllebiger geworden ist. Und gleichzeitig irgendwie dieses Bild von so einer Beziehung auch irgendwie verzerrt wird, vor allem so durch Social Media und so. So, also wenn es dann zum Beispiel, wenn man dann ein paar Jahre zusammen ist und es dann so langsam langweiliger wird, sage ich mal, dass man dann das Gefühl hat, so irgendwie ist es nicht mehr so wie am Anfang und jetzt suche ich mir eher was Neues.
oder dann ist so das Verlangen nach was Neuem wieder da. Ist ja auch nicht schlimm, grundsätzlich. So kommt ja drauf an, was man individuell für Ziele im Leben hat. Weißt du, wenn ich nicht unbedingt das Ziel habe, irgendwie eine Familie zu gründen, wenn ich beispielsweise niemals Kinder haben will und nach 5 Jahren merke, mit der Person komme ich nicht mehr klar, man hat keine Verpflichtungen sich gegenüber, warum sollte man... Naja, aber das Problem ist ja dann eher das Fremdgehen. Ja, das ist... Leute dann ja nicht eine Beziehung beenden, weil die sich dann denken, muss jetzt nicht sein, sondern dass sie trotzdem an der Beziehung festhalten, weil die ihr ja irgendwo noch Sicherheit geben und dann halt sich aber andersweitig nochmal umsehen. Ja, das ist scheiße. Es gibt ja auch so, die Aussage, dass der Mensch evolutionär gesehen gar nicht für Monogamie geschaffen ist. Was denkst du dazu? Denke ich auch. Ich glaube, eine Beziehung ist halt ein gesellschaftlich entwickeltes Konzept, das uns einen evolutionären Vorteil bietet. Also oder früher geboten hat, mittlerweile nicht mehr. Nee, es geht ja jetzt um die Frage, ob man für Monogamie geschaffen ist oder nicht. Weiß ich nicht, ob man dafür geschaffen ist. Das ist eher so, keine Ahnung. Ob irgendwelche Wissenschaftler das schon rausgefunden haben. Also ich glaube nicht. Also fällt es dir schwer, monogam zu leben? Nee, das nicht. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie ich erzogen wurde und in welcher Gesellschaft ich aufgewachsen bin. Ich glaube, das hat einen ganz großen Einfluss darauf. Weil wenn ich uns einfach als Säugetiere betrachte, macht das aus evolutionärer Sicht keinen Sinn, monogam zu sein. Es gibt ja auch, wie nennt man das, diese Gruppierungen, die halt Polygamie betreiben und damit glücklich sind. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, das auf jeden Fall. Aber im Grunde sagst du ja dann trotzdem damit aus, dass tief im Inneren du eher so, wenn die Gesellschaft das von dir nicht erwarten würde, nicht monogam veranlagt wärst. Nee, die Gesellschaft verlangt das irgendwo, aber ich wurde ja auch irgendwo so erzogen. Das ist ja auch irgendwo meine Überzeugung, dass ich denke, für mich ist Monogamie auf jeden Fall das Richtige. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich dich zum Beispiel teilen müsste. So, da würde ich einfach durchdrehen. Ja. Grundsätzlich glaube ich, wenn wir ganz unabhängig von irgendwelchen Idealen oder von irgendwelchen Vorstellungen aufgewachsen wären, wäre das Thema, glaube ich, nicht so ein krasses Tabuthema für viele. Ja, dass generell uns ein System so beeinflusst, das ist ja klar. Ja. Also ich bin eh der Meinung, dass man da jedem Konzept gegenüber offen sein müsste. Also wenn man jetzt eine offene Beziehung führen möchte oder zu dritt eine Beziehung oder was weiß ich, wenn das für einen funktioniert, dann finde ich das super. Ich finde es halt immer auch schwierig, das so zu verallgemeinern. Also der Mensch ist nur dafür veranlagt oder der Mensch sollte das tun oder das tun. Solange ich keinem anderen mit dem schade, was ich mache, ja, sollte das in Ordnung sein. Wie schafft ihr es, eure Beziehung frisch zu halten? Ich mache nichts aktiv, wo ich mir denke, ich muss irgendwas frisch halten. Ja. Also ich bin einfach so in der Beziehung, wie ich bin. Ja, aber ich glaube, wir haben auch eine andere Einstellung dazu. Ich glaube, das Ding ist, dass wir halt grundsätzlich so Personen sind, die gar nicht so das Verlangen danach haben, die so extrem frisch zu halten im Sinne von, dass jeder Tag irgendwie aufregend ist, dass man ständig irgendwas Neues zusammen hat. Also wir genießen ja eigentlich so diesen Alltag zusammen. Und ich finde es halt so, natürlich so war diese Anfangsphase total schön und dieses alles irgendwie zum ersten Mal gemeinsam erleben und man ist dann noch so aufgeregt und so. Aber ich finde, diese Phase, die wir jetzt haben, ist mindestens genauso schön. Dieses, dass man sich zu 100% wohlfühlt bei dem anderen, dass man diese Sicherheit, dieses Vertrauen hat. Und da finde ich es gar nicht so schlimm, dass halt in irgendeiner Weise auch ein Alltag eintritt. So, wir haben halt so unsere Routinen, so die Tage sehen meistens immer gleich aus, aber trotzdem lieben wir uns. Wir versuchen ja schon so auch ab und zu mal was Neues zusammen zu machen. Zum Beispiel, als wir letztes Jahr diese Date Night zu Hause gemacht haben, wo wir uns dann einfach so für zu Hause schick gemacht haben und wirklich so ein schönes Dinner zu Hause gemacht haben, statt jetzt wie an jedem anderen Abend gammelig auf der Couch zu liegen.
Und ich glaube, solche Sachen sind dann schon so wichtig, dass man sich auch wirklich aktiv so die Zeit füreinander nimmt. Jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Was sagst du dazu? Ja, also wir machen ja einfach in der Beziehung weiter das, was wir selber von der Beziehung erwarten würden, mehr oder weniger. So, dass man sich gegenseitig irgendwie, dass man aufmerksam dem anderen gegenüber ist. Mhm. Und aber das ist irgendwo, ist es ja für uns beide auch, da sind wir ja relativ ähnlich, einfach was auch was natürlich ist. Es ist ja auch schön, den anderen irgendwie glücklich zu machen. Man sitzt so mit kleinen Aufmerksamkeiten und sowas. Ja, sowas zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel, wenn du dich manchmal auch einfach alleine in die Küche stellst und ganz alleine kochst, ohne dass ich irgendwas helfen muss, sage ich mal. Also es ist jetzt keine große Sache, aber mir fällt das dann auf und das ist wie so ein Geschenk für mich in dem Moment, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns zu kochen und dass ich dann da gerade einfach da sitzen konnte und zum Beispiel FIFA zocken konnte. So, das ist dann, also ich merke das dann und dann, ja, und dann ist es so wie so ein Geschenk, wie so eine Aufmerksamkeit. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt wirklich so diese kleinen Dinge wertschätzt, die kleinen Momente im Alltag. Ja, ich habe auch unter irgendeinem Video, unter dem Geburtstagsvideo von dir gesehen, da hat irgendjemand das kritisiert, was ich dir zum Geburtstag geschenkt habe, weil das ja überhaupt nichts Teures oder so richtig, also nichts so richtig Teures oder irgendwas war, obwohl ich doch Arzt bin. Habe ich mich halt auch gefragt, so, also wenn man irgendwie, wenn man schon anfängt, den Wert eines Geschenkes an Geld zu messen in der Beziehung und das einem dann wichtig ist, dann finde ich, dann läuft irgendwas falsch. Ja. So, man sollte irgendwo den Gedanken dahinter eher zu schätzen wissen, anstatt zu gucken, wie sieht das Preisschild da aus. Ja, voll. Und was ist euer Lieblings-Avenger? Thor. Hä, echt? Ja. Ja, Thor ist halt funny. Also bis, ja, doch Thor. Auch im letzten, als er... Wir dürfen eigentlich nicht spoilern, ne? Nee, nicht spoilern. Nee, dann Thor. Ah, ich find's voll schwierig. Also ich mag halt Iron Man. Der Thor ist halt funny. Captain America ist halt so ganz nett, aber ist jetzt nicht so... Er ist schon episch. Ja, aber ja, schon. Die sind halt alle irgendwie, ja, da gibt's halt schon, als Gruppe sind die halt so. Es gibt so ein paar krasse. Es ist bei mir auch so, Captain America, Iron Man und Thor sind so, das sind so... Aber Thor ist für mich so der krasseste. Also ganz ehrlich, im letzten Film, als er da... da werde ich sogar wild, wenn ich den da mit seinen dicken Armen da angeflogen kommen sehe. Irgendwann sehe ich aus wie Thor. Sind eure Sternzeichen kompatibel miteinander? Ja, also Tommy kennt sich gar nicht, also beschäftigt sich gar nicht mit dem Thema. Ich bin ja Steinbock, Tommy ist Fische und ich bin Aszendent Waage, Mondzeichen Jungfrau. Und bei Tommy habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Was war es nochmal? Aszendent Wassermann, Mondzeichen Schütze. Ja, kann sein. Schütze. Also falls ihr total into Sternzeichen seid, dann schreibt mir mal, was ihr von dieser Kombination haltet. Ich habe aber schon mal gegoogelt. Und da stand, dass unsere Sternzeichen, also dass Fische und Steinbock eigentlich gut miteinander harmonieren. Also ich bin ja ein Erdzeichen, wenn ich mich jetzt nicht irre, und du bist ja ein Wasserzeichen. Und obwohl wir unterschiedliche, wie nennt man das, Elemente, ja. Elemente sind, harmonieren wir gut miteinander, weil wir uns so gut ergänzen. Bei der Beziehung zwischen Steinbock und Fische treffen absolute Kontrolliertheit auf tiefe Gefühle. Was so gefühlsmäßig angeht, passt es schon dein Sternzeichen zu dir. Also Fische sind ja so sehr sensibel und voller, so, nicht im Sinne von, dass du jetzt jeden Tag weinst vielleicht, aber du bist ja schon eher so ein Gefühlsmensch, hast du ja vorhin auch gesagt. So, du bist ja eher so ein Mensch, der so nach dem Herzen entscheidet. Und ich bin eher so ein Kopfmensch. Das stimmt. Das liegt daran, dass die beiden Partner recht schnell und ohne größere Probleme jene Akzeptanz erreichen können, die sie in die besondere Lage versetzt, ihre Stärken miteinander zu kombinieren. Dadurch werden sie sich in jeder Lebenslage hervorragend ergänzen können, was die Liebe wiederum vertiefen wird. Tendenziell wird der Steinbock zwar versuchen, die Führung zu übernehmen und die Fische somit ein wenig in den Schatten zu stellen. Doch in der Regel werden die beiden Partner offen und ehrlich miteinander kommunizieren können, weswegen Unstimmigkeiten und Missverständnisse schnell aus dem Weg geräumt werden. Mhm. Passt. Ja, die Betonung liegt auf, du würdest gerne die Kontrolle übernehmen. Ja, ja.
Ah ja, Thomas. Ja, du wirst es gerne. So, ich habe uns hier noch Dessert bestellt. Brownie. Gesunder. Also gesünder. So sieht er aus. Warte mal, ich muss jetzt noch mal kurz schauen, was da alles drin ist. Warte, warte. Ja. Also, der besteht aus Süßkartoffel, Dattel, Apfel, Mandel, Kakao, Kakaobutter, Kokosblütenzucker und Kakaosplitter. Ich finde, das schmeckt ein bisschen wie Marzipan. Finde ich gar nicht. Hm? Schmeckt lecker. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Boah, das ist eine gute Frage. Also, wenn man erstmal so von grundsätzlichen Sachen spricht, wie zum Beispiel Angst wegen Fallschirmsprengen oder so. Ich hätte Bock auf Fallschirmsprengen, aber ich würde es wahrscheinlich niemals machen, weil ich Angst hätte, zu viel Angst hätte. Wenn ich keine Angst hätte, dann würde ich das machen. Aber wenn wir jetzt so vom Leben sprechen, dann glaube ich, gibt es nichts, was ich nicht mache, weil ich zu viel Angst davor habe. Ja, mir fällt auch nichts ein. Ich glaube, ich mache alles, was ich will. Also das, was mir jetzt zum Beispiel so in den Sinn kommen würde, wäre zum Beispiel jetzt die eigene Marke zu gründen. Das ist halt etwas, wo ich schon große Zweifel habe und natürlich auch viele Ängste, aber ich mache es halt trotzdem, weil ich halt nicht am Ende meines Lebens mir denken möchte, so was wäre wenn oder hättest du das mal gemacht oder sonst was. Wir haben hier noch so Coconut Bites aus Kokos, Dattel, Mandeln und Vanille. Ist nicht so meins. Nicht so meins. Was ist eure Meinung zu gendergerechter Sprache? Finde ich sinnvoll. Also ich kann mich da ja selber, ich kann das ja gar nicht selber entscheiden, weil ich ja bis jetzt immer angesprochen wurde als Mann. Deswegen kann ich da überhaupt nicht sagen, ob das, ob man das ein, ja, wie soll ich das beschreiben? Ja, du kannst dich ja dafür einsetzen. Ja, mache ich ja. Und? Beziehungsweise ich versuche es immer wieder einzubauen. Manchmal vergesse ich das und dann erinnere ich mich wieder. Deswegen ist in meinen Stories sieht man manchmal, dass ich manchmal gender und manchmal auf einmal nicht. Das fällt mir dann manchmal im Endeffekt selber ein, dass ich das manchmal selber noch vergesse, aber ich versuche es immer wieder einzubauen. Ja, mir geht das genauso. Also ich muss sagen, ich habe mir lange Zeit keine Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise mir ist es nicht direkt so aufgefallen auch. Also es war nie so, dass ich mich dann zum Beispiel nicht angesprochen gefühlt habe. Weißt du, wenn man zum Beispiel sagt, liebe Schüler oder so. Dann habe ich mich trotzdem automatisch irgendwie angesprochen gefühlt. Aber gleichzeitig, wenn man so drüber nachdenkt, stell dir mal vor, es wäre andersrum. Stell dir vor, so, das wäre halt immer nur so liebe Schülerinnen. Da würden sich die Jungs schon so denken, hä, was soll das denn jetzt? So, ja, dann, das stimmt. Wenn man das nämlich mal andersrum macht, dann fällt erst richtig auf, dass da halt irgendwo dieses Problem ist. Mhm. Denke, es gibt Paralleluniversen. Was also, meinst du? Also aus wissenschaftlicher Sicht glaube ich, dass es schon eine Theorie gibt, dass es Paralleluniversen gibt. Willst du das auch begründen? Nee, dafür bin ich zu wenig Physiker. Zu wenig? Ja. Wie viel Teil von dir ist denn Physiker? Ja, schon mindestens 0,01%. Ich kann dazu jetzt aber auch keine fundierte Antwort geben, aber ich würde auch einfach mal sagen, ja. Und glaubst du an das Schicksal, was die Liebe angeht? Nein. Ich glaube an kein Schicksal. Glaubst du nicht, dass es Schicksal war, dass wir uns getroffen haben? Mm-mm. Glaubst du einfach, das war der krankeste Zufall ever? Nein, das war meine... Das war... Dein Plan? Das war mein Plan. Also ich glaube schon an Schicksal. Ich glaube nicht daran, dass alles im Leben Schicksal ist, aber ich glaube, dass schon nicht alles immer nur Zufall ist. Also bei uns denke ich schon, dass das Schicksal war. Ich nicht. Würdest du mich auch noch lieben, wenn ich ein Wurm wäre? Wenn du ein Wurm wärst? Wie jetzt so ein Regenwurm? Ja. Oder so ein Bandwurm? Regenwurm. Regenwurm. Also Bandwurm, nee, aber Regenwurm, Regenwurm. Bei Regenwurm denkst du nochmal drüber nach. Ja, Regenwurm ist schon nochmal eine Option. Bandwurm ist schon eklig. Das will ich eklig nennen. Du bist ja auch kein Bandwurm, du bist ein Regenwurm. Ja, aber... Ich würde dir so einen kleinen... Was ist, wenn ich jetzt ein Bandwurm wäre? Würdest du mich dann noch lieben? Ja, dann nicht mehr. Und du mich? Wenn ich eine Lebensmittelmotte wäre. Nein. So, unser Essen ist weg und wir beenden dann somit das Video auch an dieser Stelle. Ich hoffe, dieses Mukbang hat euch wieder gefallen, dass es ja ein paar interessante Themen dabei waren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bye!